Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Nach den tödlichen Schüssen in einer Straßenbahn sucht die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Eine Frau ist verletzt, ein Mann ist tot. Sein Bruder ist nach einer Notoperation mittlerweile außer Lebensgefahr. Erste Befragungen haben ergeben, das Motiv für die Tat dürfte in der Fehde zwischen zwei albanischen Familien liegen. Noch ist nicht klar, wer der Mann ist, der auf die Brüder und eine unbeteiligte junge Frau geschossen haben soll. Auch die Identität eines möglichen Komplizen ist noch unbekannt. Doch was ursprünglich wie ein zufällig eskalierter Streit ausgesehen hat, könnte eine schon lange geplante Tat sein. Es geht hier um eine Familienfehde zwischen zwei albanischstämmigen Familien. Der Täter hat offenbar, das ist der derzeitige Ermittlungsstand, die Opfer ganz gezielt aufgesucht, sich mit den Opfern verabredet, getroffen, dann gemeinsam am Oberen-Loretzplatz diese Straßenbahn bestiegen und dann kam es eben zu diesem Streit und in weiterer Folge zu der Abgabe der Schüsse. Worum es bei dem Streit der beiden Familien geht, ist laut Polizei noch nicht klar. Die Kriminalisten sind zuversichtlich, den mutmaßlichen Täter und seinen möglichen Komplizen zu finden. Hilfreich sind dabei vor allem die qualitativ hochwertigen Bilder aus der Straßenbahn. Täter und Opfer haben sich gekannt, wenn auch nur flüchtig gekannt. Allerdings kann man jetzt mit diesen Lichtbildern im Umfeld der Opfer als auch der Täter ermitteln. Und so wollen die Kriminalisten die Identität des Schützen als auch seines Komplizen feststellen. Daneben sind laut Polizei nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder zahlreiche Hinweise eingegangen. Die Überprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Die Befragung der 19-jährigen Zeugin, die selbst verletzt worden ist, hat laut Polizei keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die 19-jährige Frau, die auch von einem Schuss getroffen wurde, ist noch in ärztlicher Behandlung. Laut Polizei wird sie das Spital aber in den nächsten Tagen verlassen können.